Du bist wirklich mit Jay-Z verwandt? Ja klar, das ist mein Cousin. Deine Flossen von meiner Freundin. Was bist du denn? Was soll das? Was möchtest du jetzt? Was machst du denn mit ihm rum? Oh mein Gott, was willst du denn jetzt? Du hältst die Schnauze. Du bist meine Freundin. Was soll denn das? Ja und? Der ist mit Jay-Z verwandt. Mit Jay-Z verwandt? Ja, ist er. Wie alt bist du denn? Als ob du auf sowas reinfällst. Ja, er ist mit Jay-Z verwandt. Was ist denn das Problem? Du bist meine Freundin. Du hast mit ihm nicht rumzumachen. Ich stehe da nicht auf so eine Milchschnitte wie dich. Ich will einen richtigen Mann. Du hältst die Schnauze. Wir gehen gleich gucken, wer ein richtiger Mann ist. Daniel, ganz ehrlich, das mit uns beiden hat sowieso keinen Sinn mehr. Er passt viel besser zu mir, also. Wenn du auch so einen Scheiß reinfällst, weißt du was? Dann verzieh dich einfach. Ja. Komm. Egal, beachte den einfach nicht. Ja, das ist ein Trottel. Und ihr seid wirklich verwandt, oder? Ja klar, Baby. Willst du meinen Ausweis sehen? Mhm. Rocco Carter sowie Sean Corey Carter, der Mann von Beyoncé. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist. Oh mein Gott. Darf ich meinen Ausweis jetzt wieder haben? Ja. Oh mein Gott. Kommst sofort hierhin, mein Fräulein. Hi, Mutti. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Kannst du mir mal sagen, woher du jetzt kommst? Ach, boah, heute war der geilste Tag meines Lebens. Was ist denn mit dir los? Er ist so verdammt heiß. Ich weiß, dass Daniel ein netter Junge ist. Ja, aber es kann nicht sein, dass du so spät nach Hause kommst. Wir haben was vereinbart. Du solltest um 23 Uhr zu Hause sein. Nee, ich rede nicht von Daniel. Mit Daniel ist schon lange Schluss. Was? Ich habe den mal einen anderen kennengelernt. Rocco Carter. Wer? Rocco Carter, der Cousin von Jay-Z. Kennst du auch Jay-Z, der Mann von Beyoncé? Ja, ich weiß, wer Jay-Z ist. Du redest ja den ganzen Tag von nichts anderem. Ach, Mama. Diese Ähnlichkeit ist so verblüffend und ist einfach so ein toller Typ, ey. Das ist mir gar nicht glauben, ey. Das ist einfach wow. Cousin, dass ich nicht lache. Langsam habe ich die Faxen dicke. Du bist nicht Beyoncé. Wir sind auch nicht bei den Music Awards. Und du kannst mir doch nicht erzählen, dass du wegen so einem dahergelaufenen Freak Daniel verlassen hast. Das hast du nicht von mir, mein Kind. Ja, Daniel ist halt Geschichte. Ich werde Rocco wieder treffen, ja? Egal, ob du es willst oder nicht. Rocco und ich können einfach zusammen. Und vielleicht fliegen wir auch nach Amerika zu seinem Cousin Jay-Z, also... Sein Cousin, dass ich nicht lache. Ich hab langsam die Faxen dicke. Komm endlich runter von deinen Spinnereien und besinne dich mal. Komm endlich zu dir. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer du bist. Kümmer dich um deine Zukunft. Ich kümmere mich doch um meine Zukunft. Bist du bescheuert? So redest du nicht mit mir. Hallo? Komm, schwing deinen Hintern ab ins Zimmer. Du meinst wohl meinen geilen Beyoncé-Hintern? Ja, der jetzt Hausarrest hat. Das ist doch keine Ahnung! I'm a survivor, I'm a survivor, like Beyoncé, I'm a survivor. Jamilas Leidenschaft für Beyoncé geht über normales Fansein weit hinaus. Sie möchte ganz genauso sein wie ihr großes Vorbild. Ich frage mich, woher diese fixe Idee kommt und wie weit Jamila noch gehen wird. Ein für Rocco, zwei für Rocco, drei für Rocco. Gut gemacht. About to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. Ich muss genauso aussehen wie Beyoncé. Ich hab ein Date mit dem Cousin von Jay-Z. Bitte? Das glaube ich dir jetzt aber irgendwie nicht. Doch, wirklich. Ich hab den Cousin von Jay-Z kennengelernt. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Und er ist genauso lässig wie Jay-Z. Der hat sogar den gleichen Nachnamen. Heißt so Rocco Carter. Ah, ja. Und ist dazu noch ein Gitterkisser. Wie bitte? Wiederhol das nochmal. Hast du nicht verstanden? Ja, er kann sehr gut küssen. Und was ist mit Daniel? Ja, den habe ich in den Wind geschossen. Ja, aber du kannst doch nicht Daniel für irgendeinen Jay-Z-Verschnitt in den Wind schießen, weil, ich meine, der steht doch hinter dir und ist dir immer treu gewesen. Und ja und? Ganz ehrlich, was ist dein Problem? Ich meine, was würdest du gehen, wenn Elias Mbarek vor dir stehen würde, hm?
Ja, ich meine, er sieht gut aus. Aber ich würde doch deswegen nicht meinen Freund in die Wüste schicken. Beyoncé ist eben mein Leben, weißt du? Ich würde für diese Frau einfach alles tun, wirklich alles. Also hab ein bisschen Verständnis, nur weil du gerade irgendwie neidisch bist oder so. Komm mal runter, ey. Ey, komm du mal runter, Prinzessin. Ich glaube, du spinnst ein bisschen. Mach dir deine scheiß Frisur alleine und sieh zu, wie du klarkommst, ja? Das ist gerade dein Ernst? Hallo, meine Haare, mein Date. Ey, wo warst du gestern? Was war los mit dir? Warum warst du immer weg? Du warst so mit der Alten beschäftigt. Da bin ich weitergezogen. Wie ist der Abend ausgegangen? Hast du dich flachgelegt? Kollege, ich bin ein Gentleman. Ich knall dir erst beim zweiten Date. Krass. Sag jetzt nicht, du hast sie echt wieder mit deiner verschissenen Jay-Z-Cousin-Nummer rumgekriegt. Die Kleine ist so Beyoncé verblendet, die glaubt mir alles. Die denkt, ich wäre Jay-Z höchstpersönlich. Wer sich als eine andere Person ausgibt oder fälschlicherweise behauptet, dass er mit einer prominenten Person verwandt sei, der lügt. Lügen allein ist aber nicht strafbar. Ein Betrug liegt erst dann vor, wenn durch die Lüge eine andere Person zu Schaden kommt. All the single ladies, all the single ladies, now put your hands up. Oh, 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 oh. Sag mal, was gibt das, wenn es fertig ist? Hör mal, du weißt, dass du Hausarrest hast. Ich hatte gar nicht vor, wohin zu gehen. Du gehst auch nirgendwo hin. Den Nuttenfummel schon gar nicht. Wieso Nuttenfummel? Beyoncé wurde auch nicht gleich nur beleidigt, jetzt Nutte, nur weil sie angezogen hat. Sie hat noch vor kurzem auf ihrer Tour so ein ähnliches Oberteil angehabt, okay? Du bist nicht Beyoncé. Du bist Jamila Okundke. Ist dir das klar? Und du hast Hausarrest. Du bleibst zu Hause. Und vergiss den Abwasch nicht. Die hat so einen geilen Arsch. Ich würde die mal gerne knallen. Alter. Du kannst mir auch ruhig mal eine abgeben, bei deiner Quote. Ja, kein Problem. Wenn ich mit der durch bin, kannst du die gerne haben. Damn! Rocco, ich komme. Ja, okay, ich muss mal los, ne? Ich will noch die Beyoncé-Alte knallen. Sie muss nach in der Bar. Du bist ein wahrer Gentleman. Bloß nicht bis zum Morgen bleiben. Aber ja klar, wir sehen uns später. Dope on flame, I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass, slab on everything. Hey, warte mal, du hast was verloren. Was denn? Die hier. Sehr witzig. Aber du bist auch stehen geblieben. Darf ich dich auf den Schock auf ein Bier einladen? Warum nicht? Okay, dann komm. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Schon 20 Minuten zu spät. Scheiße, Mailbox, ey. Scheiße, was soll denn das? Ich weiß nicht, warum du mich einfach versetzt. Also, das macht doch gar keinen Sinn. Hättest du mir wenigstens melden können. Ich komme da nicht, weil ich nicht so heiß bin wie Beyoncé, bestimmt. Das ist der einzige Grund. Ja, hi Steffi. Ja, ich warte hier auf den Rocco und er kauft einfach nicht auf. Es ist ganz normal, dass Jugendliche sich an Vorbildern orientieren. Das dient der Selbstfindung. Problematisch wird es erst dann, wenn diese Stars zu scheinbar makellosen Idolen stilisiert werden. Denn letzten Endes haben diese Menschen die gleichen Stärken und Schwächen wie andere auch. All night long, yeah. We dance with our razor tongues and all day long, yeah. We reset under burning sun, catching the waves. Hey, Susie. Hi. Was ist denn passiert? Ja, der Rocco ist einfach nicht aufgetaucht. Die waren verabredet und der meldet sich nicht. Sein Handy ist aus, wenn ich anrufe und taucht einfach nicht auf. Dein Jay-Z oder was? Ja! Ach, Mäuschen. Ich will dir ja nicht wehtun, ne? Aber ich fürchte, der verarscht dich. Ich bin so dumm, ey. Wirklich zu glauben, dass jemand was mit mir anfangen würde. Also. Rocco hat mir geschrieben. Ich wusste doch, dass er mich nicht verarscht. Neues Tag, neues Glück. Ich wusste es doch. Oh Gott. Ja, super. Ja. Oh mein Gott, er hat mir geschrieben. Ja, ich freue mich so. Schön, dass deine Welt jetzt wieder in Ordnung ist. Ja, danke. Es ist auch. Er hat uns einfach nur verpennt. Super. All my life, I'm waiting for.
Was? Wonach sieht's denn aus? Du weißt ganz genau, dass ich mich vegan ernähre. Genau wie Beyoncé. Jamila, geh mir nicht auf die Nerven mit deinen Vorträgen über Beyoncé. Ich habe noch nicht mal meinen Kaffee getrunken. Beyoncé macht das aber auch. 22 Tage vegan ernähren. Zum Entschlacken. Entschlacken. Du schlackerst gleich mit den Ohren, wenn du dein Frühstück nicht isst. Ja. Hier. Das ist aber auch nicht vegan mit Butter und so. Dann seh zu, wo du dein Frühstück herbekommst. Ganz ehrlich, du unterstützt mich einfach nie. Egal, was ich mache, du bist immer nur am Rummeckern. Was ist denn das Problem, wenn ich so sein will wie Beyoncé? Sie ist eben mein Vorbild. Was denn für ein Vorbild? Du lässt Daniel sitzen, mit dem du schon jahrelang zusammen warst. Du rennst rum wie eine Straßenhure, kommst zu spät, sagst nicht mal Bescheid. Ich hab dich so nicht erzogen, mein Kind. Und das gucke ich mir auch nicht mehr länger an. Na, dann guck doch weg, Mann. Ganz ehrlich. In Jamilas Alter ist die Persönlichkeitsfindung in vollem Gange. Und dazu gehört auch, sich selbst auszuprobieren und Vorbildern oder Idolen nachzueifern. Für Jamilas Entwicklung wäre es sehr günstig, wenn ihre Mutter ihr in diesem Zeitraum mehr Verständnis entgegenbringen würde. Hi. Wow. Na? Baby, du siehst ja richtig scheiß aus heute. Dankeschön. Setz dich. Sorry wegen gestern. War echt ein harter Tag. Da bist du voll verpennt. Ist okay, ich bin ja froh, dass du dich heute gemeldet hast. Aber ich soll dich unbekannterweise grüßen. Von wem? Von Beyoncé? Ja klar. Ich hab gestern mit Jay-Z telefoniert. Du hast was? Ich hab mit Jay-Z telefoniert wegen Naturgeschichte. Oh mein Gott. Und, was kam bei raus? Männergespräch, Baby. Oh mein Gott. Ich hab ihm gesagt, dass du Beyoncé ähnlich siehst. Echt? Die will dich unbedingt treffen. Beyoncé will sich mit mir treffen? Ja, klar. Oh mein Gott. Ey, wenn Beyoncé sich mit mir treffen würde, oh mein Gott, das wäre einfach fantastisch. Wow. Oh mein Gott, danke schön. Danke, 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 danke. Baby, was hältst du davon, wenn wir den Abend fortsetzen, woanders? Wo? Bei dir? Okay, gerne. Lass uns mal ins Zimmer gehen, okay? Guten Morgen, Schönheit. Guten Morgen, mein Jeezy. Ich hätte voll Bock, da weiterzumachen, wo wir gestern Abend aufgehört haben. Meine Mutter darf dich nicht hören. Wir müssen erst mal zuschauen, wie ich dich rausbekomme wegen meiner Mutter. Gleich, gleich. Jamila! Was machst du da und wer ist das? Mutter, kannst nicht einmal anklopfen. Und was wäre, wenn ich angeklopft hätte? Würdest du dann nicht halbnackt mit irgendeinem wildfremden Kerl im Bett liegen? Hi, ich bin Rocco. Ist mir scheißegal, wer du bist. Du hast in dem Bett meiner Tochter nichts verloren. Aber was gefunden. Raus! Sofort! Ey, Mann, du bist so peinlich. Du, warum machst du ihn so an? Er ist nur noch der Cousin von Jay-Z, verstehst du nicht? Wir gehören genauso gut zusammen wie Beyoncé und Jay-Z. Das ist doch nicht dein Ernst. Die Regeln mache immer noch ich. Und wenn das hier so weitergeht, ich schwöre dir, ich stecke dich in ein Heim, Jamila. Sorry, Jamila. Das war echt so früh für so einen Zickenterror. Ich hau ab. Geh mir aus den Augen! Raus aus meinem Haus! Ist gebombt. Und du bist so peinlich. Du kannst nicht so mit Rocco umgehen. Er ist immer noch der Cousin von Jay-Z. Das, Jamila, von eben, das hat Konsequenzen. Das lasse ich mir nicht bieten. Nicht in meinem Haus. Wo willst du hin? Ich will weg, Mann. Du bleibst hier. Mama!
Ich will zu Rocco gehen. Du wirst noch sehen, was du davon hast.